Bin ich mal gespannt, ob das funktioniert. Also theoretisch müsste jetzt der Marktkahn die Wolle da abholen. Und er von der Webstube müsste eigentlich zum Marktplatz laufen können. Der hat ja auch einen riesen Umkreis, okay. Also theoretisch, ja gut, okay. Aber es liegt leider nicht mehr im Umkreis. Weil wir können das ja auch verbieten. Also theoretisch müsste jetzt irgendwann auch der Marktkahn kommen und die abholen. Jetzt haben wir hier sowieso gleich mal ein kleines Wollproblem. Ach ja, du kannst gerne handeln jetzt. So, du packst das und du nimmst hier mal Tabak mit. Ja, wunderbar. Ist doch perfekt, wenn wir ein paar Eingeborene haben, die uns Tabak liefern können. Ah, okay, cool. So. Weil da müssen wir die Webstube ja gar nicht umsiedeln, dann passt das so. Theoretisch müsste das so funktionieren. Hä? Wo will er denn hin? Okay, na gut, meinetwegen. Soll mir recht. Ja, er geht zum Marktplatz. Ja, wunderbar. Das klappt doch. Ja, geht doch. Alles gut. Okay, die braucht natürlich nur Wege, klar. Alles klar. Was hast du jetzt für ein Problem? Muss erstmal abgeholt werden, alles, oder? Na gut, hier kommt eh bald ein. Ach, guck mal. Ah, Moment. Jetzt aber schnell hier bauen. Zack. Du brauchst. Okay. Wir müssen ja auch jetzt ein bisschen Eisen haben hier. Eine Tonne. Ja, cool. So, dann geht das doch bald voran. Dann können wir unser eigenes Werkzeug bauen. Dann gebe ich das mal wieder frei und machen wir wieder einen Zeitraffer aus. Und wir müssen nicht unbedingt noch Werkzeug einkaufen, weil im Moment sieht es auch mit den Finanzen gerade nicht so prickelnd aus. Ach guck mal, hier haben wir sogar ein Werkzeug bekommen. Oh Mensch. Wie großzügig. Und hier wahrscheinlich auch. Ja, ein Werkzeug, tatsächlich. Super. Naja, gut. Eine Tonne, ja. Okay, aber das ist ja in dem Spiel nicht wirklich viel. Da können wir ja nicht mal eine Holzfällerhütte bauen. Naja, nützt uns eh nichts, wir haben hier genug Holz hier. Und ich würde hier ja lieber dann anfangen. Ja, Tabak, Weintrauben in der Richtung. Tabak müssen wir gar nicht unbedingt, aber erstmal können wir dann Weintrauben. Alkohol lässt sich auch gut Geld verdienen. Und hier wird schon das erste. Oh, das erste Werkzeug haben wir schon gemacht. Die erste Tonne. Dann sind wir gar nicht mehr auf die Händler angewiesen. Wie viel Eisen haben wir denn hier? Später kann man natürlich auch mehrere Werkzeuge schmieden und so bauen, aber ich weiß nicht, ob sich das bei einem Steinbruch lohnt. Kann man noch einen zweiten anbauen? Wahrscheinlich jetzt nicht. Doch, könnte man theoretisch. Ja. Ach guck mal, jetzt haben wir ein Werkzeug gekriegt. Und hier sind sogar, liegen sogar zwei, Mensch. Cool. Coole Sache. Okay, man sieht jetzt nicht, wann das erschöpft ist. Aber irgendwann sind die auf jeden Fall erschöpft. Und ihr wollt eine Kapelle haben, sehe ich das richtig? Die sollt ihr doch haben. Haha, brauchst uns nichts mehr zu verkaufen. Du kannst lieber mal was kaufen. Dass sie nur so einen blöden Umkreis hat hier, ey. Oh, Moment. Kann ich... Langsam ist schon. Ich würde ganz gerne jetzt nämlich anfangen... Was kostet ein Marktplatz? Ich muss mal eben kurz nochmal das Werkzeug streichen. Vier Werkzeug. Ich möchte nämlich gleich mal einen Marktplatz bauen, dass ich das Gebiet hier mal wieder ein bisschen erweitere. Dann können wir nämlich da hinten ein paar Holzfäller... Hütten bauen. Nee, andersrum sieht besser aus. Haben wir jetzt nicht genug Werkzeug hier? Zwei Tonnen, okay. Na gut. Er hat auch zwei auf Lager. Aber die arbeiten noch daran. Es wird gleich vielleicht mehr. Na, drei Werkzeug, das reicht gerade eben nicht. Gut, ach guck mal, eine Tonne ist wieder da. Okay, okay. Fragezeichen. Haben wir keine Stoffe?
4 Tonnen, 6 Tonnen, okay, das müsste mal wieder abgeholt werden. Allein schon deswegen sollten wir mal einen zweiten Marktplatz bauen, weil dann haben wir auch mehr Marktkarren. Können wir eigentlich etwas Neues bauen, außer dass die Werft? Bäckerei und so? Nee. Holzwall, nee. Ich glaube, wenn, dann machen wir das gleich richtig mit dem Steinwall. 4 Werkzeuge, perfekt. So, dann bauen wir doch mal unseren Marktplatz. Ist ja mit meiner Stimme los, Mensch. Entschuldigung. Wir machen das natürlich möglichst so, dass wir auch viel von dem Gebiet versuchen einzunehmen. Ja, rechts ist eh Wasser. Oder links, also hier unten meine ich natürlich. Ich glaube, so ist das schon ganz gut. Optimal ist das natürlich nicht. Aber viel besser geht's nicht. Moment. So, jetzt müssen wir die natürlich. Ja, okay, jetzt fehlt natürlich Werkzeug, klar. Wir holen mal eben Holz von den anderen Inseln, da ist ja genug. Weil im Moment müssen wir hier gerade ein bisschen. Ich reiß die mal eben ab hier. Solange die nämlich kein Holz vorrätig haben, kann man das ja noch ganz gut machen. Sonst wäre das ja alles umsonst. Dann wäre das Holz ja auch weg. Achso, den Weg dann, den müssen wir auch ein bisschen anders machen. Den machen wir nämlich so, dass er genau hier abschließt. Achso, können hier eigentlich mal so ein. Passt das so? Ne, das passt eigentlich nicht. Das können wir eigentlich nicht so machen. Könnte man das, aber man könnte das ja, obwohl das ist auch blöd. Nee, warte, ich lasse das hier vorne, lasse ich mal so. Dann machen wir das lieber. Das will ich gerade, wie mache ich das denn am besten? Können wir das so machen, das sind Zweierfelder. Und dann nochmal so hier, zum Mittelstreifen. Ja, das können wir machen. So, mal ein bisschen Abwechslung reinkommen hier in den Straßenbau. Und eine Kapelle. Ja, das passt gerade eben nicht. Ja, jetzt haben wir das Haus ein bisschen blöd gesetzt. Ich glaube, hier nehmen wir. Ne, so nehmen wir doch auch alles mit. Ah, so ist besser. Jetzt habe ich das Haus umsonst abgerissen, aber. Egal. Holen wir uns mal eben das Holz hier weg. Dahin. Und dann kannst du auch wieder anfangen hier Holz zu hacken. Ja, okay. Ich könnte hier jetzt noch 2 Buden könnte ich jetzt hier bauen. Haben wir immerhin ein bisschen Holz. Das reicht dann erstmal. Oh, der Weg ist natürlich so blöd. Da pflanze ich gleich mal wieder ein Bäumchen hin. Müssen wir sowieso mal ein bisschen aufforsten. Da noch eine Straße hin. Ist das symmetrisch überhaupt? Ja, sieht ein bisschen komisch aus. Okay. Ist aber in Ordnung so. Na, wo kommt das Schiff? Okay, jetzt müssen wir wirklich mal ein bisschen schneller machen. Sonst dauert das ja ewig, bis das rüber geschippert ist. Oh, ein Händler. Aha. Du kannst mir nichts verkaufen. Ach so. Wir können jetzt mal wieder eins machen. Genau, das können wir mal machen. Und schon geht das Werkzeug wieder weg. Ihr könnt ja eh nicht viel bauen, weil Holz haben wir im Moment auch nicht. Was kostet eine Kapelle denn noch? 2 Werkzeug. Oh, ganz kurz Werkzeug-Dings abschalten hier. Hallo? Komm, komm zurück. Na los. Zack, zack. Ah, okay. Haben wir es nicht angewählt? Na gut. Na gut.
Okay, die Bilanz sieht nicht mehr ganz so prickelnd aus. Aber wir haben ja im Moment auch... Es fehlt an Tabakwaren. Oh, Moment. Tabakwaren? Was? Setzt neuen Kurs. Ach, hatten wir das nicht rüber geliefert? Moment. Ist das alles noch auf dem Markt kam, oder? Ah, okay. Ach so. Ja, nun fahr schon hin. Seid ihr jetzt wirklich böse, oder? Okay, ihr seid nicht so gut gelaunt, aber das ändert sich ganz schnell. Jetzt habt ihr erstmal wieder ein bisschen Tabak. Ich hoffe auch, die anderen Sachen sind 19 Tonnen Gewürze. Mit Stoffen müssen wir auch demnächst dann vorsichtig sein. Nahrung ist ja wirklich überhaupt kein Problem. Ich glaube, das denn hier mit der Abholung? Ja, sieht eigentlich so aus, als wenn das klappt. Oh, 8 Werkzeuge. Mann. So, jetzt aber schnell die Kapelle bauen hier. Die wollten wir doch hier hinsetzen. Da haben wir alles drauf. Ja, gut. Wunderbar. Dann können wir doch jetzt nochmal ein bisschen... Ach ja, Holz hatte ich schon übergeliefert. Dann können wir jetzt mal hier so ein... paar Schaffarmen hier bauen. Ja, der Wald kommt gleich noch weg. So, soll natürlich auch... Ja, die passt jetzt nicht ganz. Aber das macht nichts, glaube ich. Achso, wir können glaube ich auch Bäume gehen und... Nee, ich glaube, wenn wir die so abreißen, dann... Ja, genau. Dann gehen nur solche Gegenstände weg, alles klar. Das ist schon alles durchdacht. Okay, außer natürlich mit den Feldern hier, die würden dann auch weggehen. Da brauchen wir keine Wege, denn da bauen wir jetzt noch eine Webstube hin. Oh, einen Galgen können wir bauen, cool. Oh, ein neues Kontor. Webstube? Ach, ich bin auch blind, ey. Da war eine Webstube, so. Zack. Einen Galgen. Wo wollen wir den denn mal hinstellen? Fahren wir da weg. Das ist so eine super Ecke, da können wir den noch wunderbar hinbauen. Oder noch eine bessere Ecke irgendwie? Da bauen wir auf jeden Fall nichts hin. Ein Galgen. Der kostet sogar was. Oha. Oh, wir müssen echt mit dem Betriebskosten ein bisschen aufpassen. Na gut, die werden ja hoffentlich bald alle zu Siedlern, wenn wir hier genug Werkzeuge haben und natürlich das auch nicht streichen. Wie ist denn hier das im... Das ist alles im Rahmen, okay. Heißt also, wir können hier... Achso, jetzt zeigt er mir das sogar an. Okay, cool. Ja, das ist schon nicht so schlecht. Oh, wir haben schon kein Holz mehr. Na gut. Dann müssen wir hier gleich nochmal ein paar Holzfäller, Hütten hinbauen. Ja, komm schon. Werkzeug. Ich brauche Werkzeug. Nur ein bisschen Werkzeug. Nur ein bisschen Werkzeug. Werkzeug, komm schon. Nein! So. Okay. Komm, eine Hülle wollen wir noch bauen. Ja klar, jetzt brauchen die Einwohner natürlich das Werkzeug auch. Ein Werkzeug? Bestimmt wieder sofort weg, ey. Komm schon, ein Werkzeug. Menü, los, ein Werkzeug. Ich will ein Werkzeug haben, Mensch. Stell doch mal ein Werkzeug her. Achso, ich muss, ja, ich fahre nicht auf Zeitraffer, Mann, super. Ja, geht gleich los. Nein! Ah, eben hatten wir, glaube ich, noch Werkzeug. So, jetzt aber. Müssen wir natürlich schnell sein, bevor unsere gierigen Mitbewohner das wegschnappen. Und ja, das haben wir jetzt ein bisschen blöd hingesetzt, aber
Lassen wir erstmal so. Ich hoffe, dass mit den Stoffen, das renkt sich langsam wieder ein. Ah, das steigt auf jeden Fall. Tabak, Gewürze, Alkohol. Ein Konkurrent baut seine Städte aus. Aha. Achso, so viele Einwohner, oder? Und ich sehe gerade, wir haben auch gleich 300 Einwohner. 299, komm schon. Wir schaffen das. Ja, 300. Yippie. Eure Siedlung beherbergt nun über 300 Einwohner. Und ich glaube, das hatte der andere Konkurrenz jetzt auch vor kurzem gehabt. Dann sind wir doch wieder hier. Oh. Achso, der hat aber ganz schön viele Bürgerhäuser und so. Und eine Burg. Eieiei. Okay. Na gut. Wenn er meint. Wenn er das unbedingt braucht. Ja, und eine Werft und so. Das kommt aber auch alles noch. Keine Sorge. Die sind ja hier auch fleißig am Bauen im Moment. Und wir können jetzt auch ein paar... Oh! Die Bilanzen, ja. Ich muss mal ein bisschen aufs Geld gucken gerade. Wir müssen gerade mal ein bisschen sparen, weil... Das mit dem Geld sieht gerade nicht so schön aus. Habt ihr wieder was im Tauschgeschäft hier? Tabakwaren. Ja, okay. Ihr wollt Stoffe... Moment, wie viele? 10 Stoffe, 4 Alkohol. Diesmal kriegen wir das, glaube ich, sogar hin. 10 Stoffe und 4 Alkohol. 10 Stoffe und 4 Alkohol. 3, einer noch. So, dann fahren wir mal darüber. Jetzt kriegt ihr auch mal genau das, was ihr haben wollt. Oder wollt ihr mittlerweile mehr haben? 4 Alkohol, 10 Stoffe, nö. Ja, ich weiß, wir haben jetzt noch 9 Stoffe, aber im Moment klappt das ja ganz gut mit der Produktion. Oh, die Bilanz ist auch gut. Ja, wir müssen einfach nur ein bisschen warten. Ich könnte auch noch... So, Alkohol verkaufen. Bis zu einem Lagerbestand von... Machen wir mal 50. Oder machen wir mal 40, das reicht eigentlich. Da passiert dann auch so schnell nichts. Echt 40? So, 40. Wir machen es mal ein bisschen billiger. Und gucken mal, ob irgendjemand vielleicht was braucht, was wir im Überfluss haben. Angebot. Du hast das im Angebot, okay. Du bräuchtest Steine. Alkohol, okay. Würde der mir auch Alkohol abkaufen? Ja. 26 Alkohol. Komm, dann machst du dich mal auf den Weg. Müssen ja nicht gleich 26 sein, aber... Obwohl, wir haben so viel. Komm. Wir nehmen mal 30 Alkohol mit. Wir können eigentlich auch gleich 50 Alkohol mitnehmen. Und dann können wir eben hier hinfahren und dann nehmen wir die andere Insel auch noch mit. Wir müssen ja im Moment ein bisschen Geld machen. Nützt ja alles nichts. Und da die Händler ja auch nicht mal mehr bei uns vorbeischauen, wie wir eben gesehen haben. Also, okay. Müssen wir das so an den Mann bringen. Also hier wird auf jeden Fall fleißig gebaut, weil das Werkzeug geht immer ganz gut weg. 100% Auslastung, ja, ist klar. Das Werkzeug wird ja auch, da ist ja eine hohe Nachfrage. Haben wir noch irgendwie Eisen oder so? Ach, guck mal. Wir könnten theoretisch dann sogar noch eine zweite Werkzeugschmiede da bauen. Die Bilanz sieht im Moment nämlich auch ganz gut aus. Was kostet denn so eine Werkzeugschmiede? 25. Ja, das geht. Brauchen wir ein bisschen Werkzeug, dann kriegen wir das hin. Wo ist unser Schiff gerade? Achso, guck mal, das ist schon da. Perfekto.